Einen wunderschönen guten Morgen an dem 7.11. So, ja, wir haben ja gesagt, wir machen ja hier ETS2 Convoy bei der NTG und natürlich mit dem Server vom Daniel alias Fanta Ausgang, der uns den gesponsert hat. Und wenn ihr da mitfahren wollt, sind folgende DLCs auf jeden Fall nötig. Ne? Also ich habe die hier alle eingeblendet. Und da könnt ihr nach und nach bei Play und Stop, ne, das Ganze vergleichen, was ihr da habt. Und dass ihr da mal Bescheid wisst. Wie gesagt, es werden alle Karten-DLCs benötigt. Das Feldbinder-DLC ohne Trailer. Und da könnt ihr, wie gesagt, euch eine kleine Übersicht gucken, was ihr das so alles braucht. Und wir würden uns dann freuen, wenn ihr dann mal beim Fick mitfahren wollt. Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass ihr quasi die Mods, die wir auch quasi besitzen, auch mit der Modliste habt. Ah, hier die aktiven Mods, habt ihr auch eine Übersicht, wie die Reihenfolge auszusehen hat. Ganz wichtig. Und das könnt ihr auch dann gleich nochmal vergleichen, was ihr im Mod habt. Wichtig. Wenn ihr Mods hier einfügt auf dem Server, ja, und der Kabin ACC for Trucks, ne, ist am Ende, das ist der erste, wo wir zum Beispiel eingefügt haben, der steht auf der Serverliste ganz oben. Das Problem ist, die Reihenfolge, wie wir sie hier in der Modliste haben, das anfängt beim Real Flume, beim realen Preis, wird nicht funktionieren. Der nimmt quasi das unterste und schiebt noch auf den Server nach oben. Das kann ich euch gleich zeigen. Jetzt sind wir natürlich in dem Convoy drin und wie gesagt, unser Server heißt NTG Community Server. Oben das Kürzel NTG eingeben und dann seht ihr auch schon, was ich nämlich meine mit den aktiven Mods. Kabin ACC for Drugs war ganz unten in der Modliste gewesen, hat den quasi ganz nach oben getan. So, für den Fall der Fälle. Soundfix, da gibt es ein neues, das ist klar, das muss ich noch updaten. Wenn ihr aktive Mods habt, könnt ihr das mit einem Klick hier quasi bestätigen. Und damit habt ihr sie alle drin. Und somit könnt ihr quasi dann die ganzen Mods überarbeiten, reaktivieren und habt sie alle in der richtigen Reihenfolge. Ihr seht, er lädt quasi das Ganze. Ich überspringe gerade mal den Ladebildschirm. Das ist so, sind wir wieder drin. Er sucht jetzt natürlich nach dem Server etc. Aber er hat quasi alle Mods, die ihr im Mod-Ordner quasi habt, in der ich eine Reihenfolge 1 zu 1 übernommen habt. So ist quasi der schnellere Weg. So, das wollte ich euch gezeigt haben. Moment, ich zeige euch noch kurz, wo ihr auch die Mods runterladen könnt. Ihr findet die Mods quasi hier in der Excel-Tabelle und zwar sind es alles ein Pack. Der ganze NTG-Skin von Fahrzeugen, Convoy, Link, Passwort eingeben, runterladen. Genauso wie der Community-Trailer. Angemerkt, falls ihr mir Support bieten möchtet, die wo einen VIP-Status haben und die wo auch gerne Subs da lassen. Die werden dann quasi hier drauf auf dem Community-Trailer verewigt. Weiter geht's hier unten. Das sind alles Steam-Workshops. Die müsst ihr auf jeden Fall mit drin haben. Das hat auf jeden Fall nichts zu suchen. Die auf jeden Fall auch runterladen. Falls ihr fertig seid, gibt es noch zwei Pakete. Es sei bemerkt, es ist ein großes Paket. Auch mit dem, weil es ziemlich viel Datenvolumen ist. Was heißt Datenvolumen? Aber Gigabyte, deswegen habe ich das in zwei Packs aufgeteilt. Diesen ganzen Ordner oder die ganzen Mods findet ihr auch bei mir im Discord unter den NTG-Reiter. Sollten wir Livestream machen, habt ihr die Möglichkeit, das unter einem Command zu aktivieren. Dann ploppt eine Nachricht auf und darüber könnt ihr auch quasi dann die Mods runterladen.
Ich hoffe, das Tutorial für unseren Freund Roy hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Und ich bin noch am Plan, wann wir das einmal in der Woche abends oder am tagsüber dann zusammen fahren können. Habt bitte Geduld. Ich habe gerade eine Menge Folgen zu schneiden. Aber dazu jetzt noch ein anderes Video. Habt einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern und bis dahin, euer Bartolo. Ciao, ciao.